Nun ist die Frau Abgeordnete Magistra Aygül Berivan Aslan an Bord. Sie ist in der Türkei geboren und hat ihre Heimat in der Grünen Partei in Tirol. Herr Kollege Wurm, kein Wunder, dass die FPÖ sich für Türkei-Politik oder Syrien-Politik interessiert, weil ihr seid genau diejenigen, die bei Kriegen und Krisen weggeschaut haben und sich dann über die Flüchtlinge aufgeregt haben. Ich meine, bitte schämen Sie sich. Als Abgeordnete dieses Hauses muss Ihnen die Friedenspolitik eine Angelegenheit aller Abgeordneten sein. Zu Konsumentenschutz, Herr Abgeordnete Wurm. Kein Wunder, dass Sie sich sozusagen als Outsider im Konsumentenschutz fühlen, ja? Weil Sie bringen nur die peinlichsten Anträge ohne konkreten Inhalt, ohne konkreten Vorschlag. Und das ist auch der Grund, warum Sie heute wirklich peinlicherweise auf den Finger mit den anderen zu zeigen. Weil was die FPÖ bitte konsumentenschutzpolitisch macht, das ist nur reine Ankündigungspolitik. Sie liefern ja gar keine Inhalte. Lassen Sie mal bitte Ihre Anträge zukünftig von den Juristinnen mal überprüfen. Dann können wir Ihre Anträge im Ausschuss drinnen sozusagen weiter behandeln. Herr Wurm, zuhören ist eine der schwierigsten Kommunikationsformen. Aber wem erzähle ich das? Die FPÖ ist ja bekannt für ihre Kommunikationsform. So, ich will jetzt meine Redezeit natürlich nicht mit der FPÖ vergeuden, sondern will natürlich zurück zum Konsumentenschutz jetzt weiterreden. Natürlich ist es wichtig, dass eben die Verbraucherorganisationen, die Verbraucherschlichtungsstellen auch irgendwie gescheit auch finanziert und gesichert werden. Nur muss man dabei sagen, weil wir jetzt gerade die Bankomatgebührendebatte erlebt haben, haben Sie, Herr Minister, auch irgendwie bemerkt, dass die Gruppenklage ein sehr wichtiges rechtliches Instrument ist. Damals hat auch der Bundesminister Hunsdorf auch gesagt, dass die Gruppenklage ein sehr günstiges Mittel und Modell auch sein kann. Angeblich gibt es einen Entwurf seit Jahren. Aber seit Jahren gibt es auch kein Anzeichen sozusagen von der Umsetzung. Also da muss man auch irgendwie nachhelfen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt wäre natürlich die Finanzierung des VKI. Weil Sie wissen, beim VW-Skandal haben wir bemerkt, wie wichtig es ist, dass die VKI eine unabhängige Finanzierung braucht. Und zwar hat es auf der einen Seite die Arbeitnehmerinteressen der AK gegeben und auf der anderen Seite gab es die Konsumenteninteressen, die von der VKI vertreten worden ist. Und das kann nicht funktionieren, wenn die AK sozusagen irgendwie mitfinanziert, die VKI. Da gibt es immer wieder Interessenkonflikte. Wie kann man das lösen? Da haben wir schon als Grüne einen Vorschlag gemacht. Wenn der VKI sich wirklich ausschließlich von der Einzahlung der Kartellstrafen sozusagen finanzieren lässt. Und es gibt auch eine Novellierung des Kartellgesetzes. Da haben Sie gesagt, Herr Minister, schon angedeutet, dass Sie eben die Sache auch nutzen werden. Und ich hoffe, dass die Regierung sich bald einmal gemeinsam einigt für ein gemeinsames Vorgehen. Danke sehr.